Willkommen zurück. Weiter geht's. Genau. Bevor ich's vergesse. Genau. Ich will jetzt zuerst mal wieder die Fotobox ausrüsten. Und dann mal schauen, ob ein kleines, tolles Foto rausspringt. Halt, falscher Knopf. Verdammt. Jetzt aber. Bam, mal gucken. Denn das hat beim ersten Mal ja nicht geklappt. Aber das behalten wir jetzt. Und dann... Plopp! Schaut's euch an. Sieht das nicht toll aus? Wie sie grazil aus der Flasche herauskommt. Oh, meine Tochter! Meine geliebte Tochter! Geht es dir auch gut? Ich war so in Sorge. Dummer Vater! Ich mach dich kalt! Ja. Sieht doch ein wenig seltsam aus, oder? Wir haben nichts gesehen. Was macht ihr hier? Lasst den Affen auf der Stelle frei. Natürlich, Prinzessin. Und tatsächlich, der Affe ist wieder auf freien Fuß. Wir haben es geschafft. Oh, Herr Affe, es tut mir über alle Maßen leid. Aber mein Vater neigt ständig zu solch vorschnellen Entscheidungen. Das verstehe ich, Prinzessin. Vergeben und vergessen. Aber was ist mit dem Tempel? Dank zu Takeru ging alles nochmal gut. Man nennt dich also Takeru. Danke, dass du dein Versprechen gehalten hast. Kein Problem. Als Zeichen unserer Dankbarkeit hat unser Butler etwas für dich vorbereitet. Nimm es an. Du findest deine Belohnung im Schrein, rechts des Palastausgangs. Okay. Sollten wir auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Es ist ein Fehler von mir, vorschnelle Entscheidungen zu treffen. Das ist mir nun endgültig klar geworden. Merkwürdiger Reisender, es gibt nicht viel, was ich für dich tun kann. Bitte ruh dich doch etwas aus, bevor du gehst. Werde ich machen. Okay, und wir können also in Richtung Butler. Hui. Und allmählich wird es Nacht. Von Tag Nummer 1. Gut, rechts vom Palastausgang müsste er hier sein. Hopp. Und dann mal sehen, was er für ein Geschenk hat für uns. Ach, was für eine tolle Musik. Und tatsächlich, da haben wir einen geheimen Eingang. Naja, mehr oder weniger geheim. Hopp, hopp, hopp. Knapp. Okay, aber wir schaffen's. Und wir können hier auch zu Menschen werden. Das macht dem Butler gar nichts aus. Da haben wir ihn ja auch. Takeru, hab Dank für die Rettung unserer geliebten Prinzessin. Als Zeichen unserer Dankbarkeit haben wir Deku etwas für euch vorbereitet, von dem wir glauben, dass es euch nützen wird. Ich werde euch dorthin führen. Plopp. Bitte folgt mir. Alles klar. Das kann aber ein wenig nervig werden. Wir rüsten mal die Hasenohren aus. Und dann rennen wir los. Hui. Mit den Hasenohren habt ihr da auf jeden Fall sehr, sehr dolle Vorteile. Wow, aber es ist dann auch nicht ohne. Eieieiei. Und ich glaube, der Weg war auch relativ lang. Langwierig. Aber dank der Hasenohren machbar. Nein. Oh, ab ins Wasser. Und das kann jetzt sehr, sehr teuer werden. Es kann uns den Sieg, den Erfolg kosten. So, hier sind wir richtig. Nein, was mache ich denn? Nein, was war das denn? Ja, das war gar nichts. Okay, nochmal das Ganze. Ja, guten Tag. Oh,
Okay, wir können ihn nicht überholen. Schade eigentlich. Wow. Okay, aller guten Dinge sind zwei, wissen wir alle. Also los hier. Ach ja, genau. Was ich auch noch benutzen werden muss. Glaub... Nein, verdammt. Also was ich sagen wollte, ich muss auch noch die Pfeile benutzen. Hier glaube ich links. Okay, jetzt aber. Hopp. Hui, oh nein. Uah. Aufgepasst. Auf die Deku-Kerle, die sollen uns ja nicht erwischen. Wow. Okay. Das haben wir auch geschafft. Hier rechts. Dann wieder links. Und wow. Wie mies. Das war auch ein sehr, sehr mieser Bereich hier. Aber wir schaffen's. Okay. Und noch immer nicht am Ziel. Es dauert aber auch. Wow. Sehr, sehr verwinkelt. Und dumm hier alles. Und hier aufgepasst. Oh. Auf jeden Fall sehr fallenreich. Ja, ja, super. Doof. Okay. Wo haben wir ihn denn? Da oben. Und hier haben wir Sandfallen. Und eine wackelnde Aufnahme. Wow. Okay, aber noch immer bleiben wir hinter ihm. Sind wir hier richtig? Oh ja. Scheiße. Na, Sackgasse. Genau, hier müssen wir Pfeil und Bogen zur Hand nehmen. Schwuppdi. Daneben, Treffer. Und weiter geht's. Hopp. Hopp, hopp, hopp. Und irgendwann muss es doch geschafft sein, liebe Leute. Okay, hier links und... War's das? Ich glaube ja. Geschafft! Toll! Gut gemacht, Takeru! Hier ist die Belohnung, die wir versprachen. Bitte nehmt sie an! Und wir erhalten die Maske der Düfte. Diese Maske erhöht dein nasales Feingefühl. Drückst du C, verstärkt sich deine olfaktorische Wahrnehmung. Schnüff, schnüff, deine Nase kann nun nichts entgehen. Toll. Wenn ich euch betrachte, muss ich an meinen Sohn denken, der uns vor Jahren verlassen hat. Eben fühlte ich mich, als würde ich wieder mit meinem Sohn um die Wette laufen. Ich fürchte, ich habe euch ein wenig zu hart herausgefordert. Zwar bin ich alt, aber immer noch ein würdiger Gegner. Wie damals, als mein Sohn noch... Bitte vergebt meine Unhöflichkeit. Okay. Der Sohn von ihm ist wohl weg. Ausgewandert aus dem Wald. Und wir... haben es geschafft und eine weitere Maske ergaunert. Gut, und dann können wir auch nochmal in Richtung Shop gehen und dort mal unser Foto zeigen. Und dann hoffen wir mal, dass dieses Foto gut geworden ist. Da wir noch Tag Nummer 1 haben, auch wenn es inzwischen später Abend ist, aber es müsste ja dennoch vorzeigbar sein. So, die Ocarina zur Hand nehmen und dann... entfliegen wir in Richtung Sümpfe des Vergessens oder so. So. Hui. So, wir wissen ja, aller guten Dinge sind zwei.
Und da muss ja dieses Mal auch das Foto gut sein. So. Schauen wir mal. Nein, ich will darauf. Nein. Mann. Gut. Muss hier hoch und zwar sehr schnell. So, liebe Leute. Wenn es jetzt wieder nicht passt mit dem Foto, dann weiß ich auch nicht mehr. So. Verflucht, wo ist er bloß? Ja, ja. Oh, willkommen. Ich sage es nur ungern, aber wenn du hier bist, um mir ein Bild zu zeigen, bist du da zu spät? Ich bin zu spät? Aber ich habe gehört, dass es eine neue Attraktion bei der Bootstour geben soll. Geh doch zum Schalter und frage nach. Also, es muss scheinbar doch tagsüber gemacht werden. Wusste ich jetzt nicht. Wir haben noch so ein tolles Bild. Was? Nee. Scheiße. Nein, ich will zurück. Nein, will ich nicht behalten. Doof. Egal. Also, dieses Herzteil werden wir wohl niemals ergattern. Doof. Egal, dann halt eventuell zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. So, dann können wir aber vielleicht nochmal zurück. Und 37 Rubine haben wir. Gut. Ist nur nicht super viel, aber es wird wohl reichen. Hopp. Bam. Ja, bam. Gut, lieber Tingle. Was willst du denn hier? Egal. Grüne Kleidung, weiße Fee, mein Herr. Seid ihr vielleicht eine Waldfee, du liebe Güte? Ich heiße Tingle, mein Herr. Ich denke, ich bin genau wie Sie, eine Waldfee. Obwohl ich bereits die 35 erreicht habe, ist mir unglücklicherweise noch keine Fee erschienen. Vater sagt, ich solle mich mein Alter entsprechend verhalten. Weshalb? Ich sage es Ihnen, Tingle selbst ist eine wiedergeborene Fee. Solange ich hier stehe und auf meine eigene Fee warte, helfe ich meinem Vater, indem ich Karten verkaufe. Glückspilz, Glückspilz, Sie müssen überglücklich sein, eine Fee zu haben. Genau, genau, wir sollten Freunde werden. Ja, ja, als Zeichen meiner Freundschaft gewähre ich Ihnen einen Sonderpreis für meine Karten. Ja, wir wollen eine Karte kaufen. Dämmerwald, mehr geht nicht erstmal. So. Die erste Karte brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt. Denn im Wald waren wir ja schon, aber gut. Von Zeit zu Zeit werden wir einfach mal die ganzen Karten nachholen. Und auch die 17 Rubine werden wir wieder einzahlen, bevor wir einen neuen Tag beginnen lassen. Beziehungsweise wieder zurückkehren zu Tag Nummer 1. Damit wir danach in Richtung Berge, dem zweiten großen Gebiet, aufbrechen können. Ist doch super. Okay, erstmal die 17 Rubine einzahlen, auch wenn es sich jetzt nicht so ganz wirklich lohnt, aber ist dann halt so, ne? Da haben wir sie ja wieder, die tanzenden Schönheiten. Und sie haben unsere Tanzmoves wieder vergessen. Wie doof. Rubine einzahlen. So, eins und die. Oh, verdammt. Jetzt aber. Gut. Und dann auf zu einem neuen Tag. Und dann geht es. Nein, ach wie doof. Jetzt aber. Die Hymne der Zeit gespielt. Das müsste jetzt auch richtig sein.
Ja, das will ich. Gut. Und dann, wie gesagt, ins zweite große Gebiet. Die Schneeberge. Da müssen wir uns warm anziehen und einen Schal umlegen und dann frohen Mutes voranschreiten. Und es verbleiben wieder 72 Stunden. Der schnellste Weg zu den Bergen führt durch das Nordtor. Alles klar. Gut. Huch. Mensch. So, die Zeit wird wieder langsam. Und beim nächsten Mal werden wir dann hoffentlich ohne Ocarina-Patzer in einen neuen Part starten und dann also die Berge erkunden. Also, bis zum nächsten Mal.